So, da ist der Ladebalken durch. Und das Tutorial, jawohl, geht sofort weiter. Schwerpunktmäßig hier tatsächlich ja auch das Spinfishing-Tutorial. Sehr gut. Das gab es, als ich damals angefangen habe, noch nicht. Das ist schön, dass es das jetzt gibt. Wenn ihr euch hier an dem Gewässer umschaut, genau die gleichen Gebäude wie am ersten Gewässer auch. Also ihr habt hier das wichtige Café mit natürlich anderen Fischen. Übrigens Fische, die ihr im Café abgeben wollt. Ihr könnt nur Fische abgeben, die an dem Gewässer auch gefangen habt. Also wenn ihr jetzt an dem ersten Gewässer Fische gefangen habt und ihr wollt die da im Café abgeben, funktioniert nicht. Hier sehen wir auch schon den heimlichen König des Gewässers, den Don Kaulbarsch, sehr schön, übelst selten, also wenn ihr den nicht fangt in den ersten 100 Stunden im Game oder vielleicht sind es auch 500 Stunden, dann ist es nicht so schlimm. Wirklich sehr, sehr selten der Fisch. Was sich hier zum Beispiel lohnt, ich sehe es gerade, Muscheln kann man hier fangen, die bringen ganz gut Silber. Genau, Gründlinge, Kaulbarsch. Aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Also, wir haben hier ein Café, wir haben hier den Fischmarkt wieder. Hier ist auch die Werkstatt und einen Lebensmittelladen. Hier wieder die Verwaltung. Das heißt, wenn wir jetzt M drücken, passiert nichts. Wir müssen uns auch hier wieder eine Karte kaufen. Hier kostet sie schon 5 Silber. Dann sehen wir hier das gesamte Gewässer. Sehr schön geradlinig alles. Also ab hier kann man angeln bis hier ungefähr. Der ganze Bereich. Man kann hier in diesem Seitenarm, in diesem toten Arm, nahezu stehendes Gewässer. Hier kann man auch gut angeln. Also es gibt sehr viele Bereiche. Ich habe auf dem Kanal schon einige Videos dazu gemacht, wo man hier gut angeln kann, wo so die Hotspots sind. Da einfach mal nachsuchen, nach dem Windenbach. Und immer dran denken, in dem Game ist es so, dass Spots existieren. Und auch mal eine Zeit lang wieder weniger gut laufen. Aber immer wieder kommen diese Spots und werden immer wieder aktiv. Das heißt, wenn man sich so 5, 6 Spots irgendwie merkt und die immer mal wieder anläuft und probiert, einer von denen wird immer funktionieren. Dann sind wir hier am Angelgeschäft und natürlich wieder an der Feldküche. Die hatte ich ja jetzt zuletzt erst verwendet. Und was das Gewässer noch besonders macht, ist ein Shop sozusagen, den es sonst nicht gibt. Hier hinten ist noch der Werkzeugladen. Gab es hier noch was? Ich glaube, hier hinten gab es ja noch was, ne? Das ist dann wieder... Genau, hier gibt es noch ein Sägewerk für verschiedene Holzarten. Das ist aber dann wieder für die Herstellung von Kunstködern. Und was relativ schnell interessant ist, also Kunstköder, wie gesagt, das ist Late Game. Aber hier interessant ist nochmal der Bauernhof. Denn am Bauernhof kann man sich irgendwann zwischendurch mal die Kartoffel holen. Wunderbarer Köder. Mit der Kartoffel kann man richtig gut, ja, also die Futter- bzw. die Köderherstellung ein bisschen weiter skillen. Und Kartoffeln kann man eben sehr gut auch verwenden fürs Karpfenangeln. So. Kurzer Einblick zum Windenbach und jetzt folgen wir weiter dem Tutorial. WASD hatten wir gemacht. F, weil es ist dunkel, haben wir auch gemacht. Und wir sollten hier vorne hingehen zum Gewässer. Und jetzt gehen wir mal, drücken wir nochmal I und wählen hier unsere Spinning-Route aus. Da ist sie, die Corona S60L. Ein wunderbares Gerät. Hier gibt es die ganzen Details zu der Route. Spinning-Route, also eine Route, die mit einer Stationärrolle versehen ist. Eine Spinning-Route, keine Casting-Route. Wir haben hier eine Empfindlichkeit. Das ist vielleicht für den Anfang erstmal nicht so ganz wichtig. Die Aktion ist nicht so wichtig, die Power ist nicht so wichtig. Robustheit ist nochmal eine wichtige Information. Das ist eine Light-Route. Light, beziehungsweise fangen wir ganz leicht an. Das sind halt die Ultra-Light-Routen, die Light-Routen, die Medium-Light-Routen.
Und das ist halt schon wichtig zu beachten, denn eine Leitrute kann maximal eine 2000er Rolle verwenden. Eine Ultralight maximal eine 1000er Rolle und die Medium Light die 3000er Rolle. Also das, da muss man halt ein bisschen drauf achten. Was auch noch sehr gut ist für diese Rute oder das Gute an der Rute ist eben auch mit das Wurfgewicht. Das wird auch später für das Gewässer Belaya ganz interessant. Ein reines Spinning-Gewässer oder ein hauptsächlich Spinning-Gewässer. Wurfgewicht 2 Gramm bis 10 Gramm. Das bedeutet, dass der Köder, der hier gerade dran ist, ideal geworfen werden kann ab einem Gewicht von 2 bis 10 Gramm. Wenn er zu schwer ist, wird es auch schwierig für die Rute. Das heißt, man hat erhöhte Abnutzung auf der Rute. Der Verschleiß geht nach oben. Tragfähigkeit ist halt der nächste wichtige Punkt. 2,5 Kilo ist natürlich wahnsinnig gering. Wir haben hier eine Rolle, die kann bis zu 3 Kilo bremsen. Wir haben hier eine Schnur drauf mit einer Tragfähigkeit von 3 Kilo. Das heißt, das Ganze ist jetzt schon sehr gefährlich. Wenn ihr so angelt und ihr zieht die Bremse komplett dicht, kann es eben sehr schnell passieren, dass die Rute direkt zerbricht. Das bedeutet, wenn ihr diese Rute jetzt verwendet, könnt ihr, das ist ja jetzt hier die erste Rute mit einer Rolle dran, vorher war es ja nur die Stippe, könnt ihr mit dem Mausrad die Bremse beeinflussen. Die Macher haben das jetzt natürlich schon so eingestellt oder so auch quasi kombiniert, oben steht es ja im Tutorial, stell die Bremse auf 25. Macht diese hohe Zahl von 25 nicht pauschal. Ihr könnt auch erfolgreich angeln, wenn ihr die Bremse erstmal ganz entspannt auf einer 10 habt. Locker runter. Weil was passiert letzten Endes ist, der Fisch beißt und zieht locker mit der Bremse weg. Hochstellen könnt ihr immer noch. Wenn ihr aber aus Versehen die Bremse zu hoch habt, ihr habt ja jetzt vielleicht eine andere Schnur drauf geknallt, habt die Bremse so hoch, der Fisch zieht, geht euch sofort irgendwas kaputt. Das heißt, jetzt fürs Tutorial machen wir die 25, das Tutorial ist glücklich. Dann drücken wir die Taste R. Einunggeschwindigkeit 10, das ist auch neu. Vorher war glaube ich 15 oder so. Einunggeschwindigkeit 10. So, das ist aber auch ganz gut. Und jetzt werfen wir hier wieder aus, wie mit der Stippe. Na, so weit sind wir gar nicht gekommen. Und jetzt heißt es hier beim Spinnfischen einfach durchziehen. Ich glaube, es hat gar nicht, hat nicht gezählt, weil ich nicht weit genug geworfen habe. Um maximal auswerfen zu können. Ich ziehe mal eben rein. Um maximal auswerfen zu können, kann man einmal die linke Maustaste gedrückt lassen. Dann geht er bis maximal. So. Ich drücke sofort nochmal links. Oder ihr drückt sofort Shift und links. Dann hat er automatisch maximal ausgeworfen. Dann links loslassen, die linke Maustaste und zack. Und dann die Rute beim Spinning runterlassen. Runter mit der Spitze zum Wasser. Zack, da kommt der Biss. Runter zum Wasser. Jetzt seht ihr hier den roten Bereich. Leck mich fett, Alter. Aber die Macher werden wissen, was sie da eingestellt haben. Runter bis zum Wasser. Je länger, also je näher ihr mit der Spitze im Wasser seid, desto länger führt ihr halt den Köder gerade durchs Wasser. Ne? So, und jetzt rechte Maustaste und ranziehen. What? Oh mein Gott. Übelst der Jackpot-Fisch. Was? Was zur Hölle? Neues Level. Dicke, fette XP. Was war das denn jetzt alles? Dickster Fisch überhaupt bisher gefangen und was nicht alles. Alter, okay. Geiler, dicker, fetter Barsch mit 800 Gramm. Oh mein Gott, wie krass. Wenn man den jetzt ständig fangen würde, wäre das geil.
Das wäre geil, ey. Ich werfe nochmal aus. Gleiche Stelle. Oh. Rekord. 12 Meter weit geworfen. Also schön runterhalten. Langsam durchziehen. Und dann hier langsam versuchen, dass hier noch ein schöner Barsch reinballert. Aber ich glaube, es wird jetzt außerhalb vom Tutorial nicht so leicht funktionieren. Denn die Barsche und so, ich sag mal jetzt so nachts 3 Uhr, ist eher schlecht. Es ist zwar hier schon langsam wieder hell, aber ich sag mal so ab 4, 5 Uhr morgens, da bricht dann eigentlich der Morgen erst wieder richtig an. Also das ist hier schon ein bisschen tricky. Ja, ich glaube, das war's mit dem ganzen Tutorial. Und jetzt, ab diesem Punkt jetzt, geht's dann eigentlich los, dass man sagt, ja, Angler, dann gib mal Gas. Das heißt, ab diesem Moment hier geht's darum, dass du einfach überlegst, auf was habe ich denn eigentlich Lust? Drücken wir nochmal Inventar. Wir haben jetzt hier von den Möglichkeiten her die Spin-Route, die Posenrouten, 2 Stück. Und ganz wichtig, ihr könnt eure Routen alle 3 vielleicht erstmal ausrüsten. Das ist mit der Taste U einmal gedrückt halten. Da kann man jetzt einmal die UdSSR-Rolle reinziehen. Hier UdSSR-Bambus-Route, die kleine Telestick und die Corona, die Spinning-Route. Ihr könnt die natürlich auch, könnt ihr auch hier auf 5 legen, wenn euch das besser gefällt. Aber hier einfach rein. Dann habt ihr alle 3 Routen. Ihr könnt die rausholen und mit der Taste 0 könnt ihr die ablegen hier. Wenn ihr hier die zum Beispiel ausgeworfen habt, dann drückt ihr einfach die 0 und dann liegen und dann treiben die da so rum. Das würde gehen, aber das ist halt bei dem fließenden Gewässer hier nicht ganz so interessant. Das ist halt fürs, ne, für den Moskitosee ist es vielleicht noch viel interessanter. Hier ist es tatsächlich spannend am Windenbach, dass man mit einem leichten Köder, sagen wir mal mit einer kleinen Made zum Beispiel, können wir es hier mal ausprobieren. Zack. Ich bin auch auf 1 Meter Tiefe immer noch eingestellt. Ist auch schon vielleicht ein bisschen tief. Aber wir können es mal probieren. Immer schön im Blick haben. Ich habe jetzt gerade Z gedrückt, dass man ein bisschen ranzoomt. Und dann schön verfolgen die ganze Zeit. Und immer wieder auswerfen, wenn die Pose zu weit weg ist. Man hat jetzt hier unten das Treibangeln stehen, das ist schon alles super. Das heißt, der Köder stößt nirgendwo gegen. Aber wie gesagt, ideal ist der Köder jetzt hier eigentlich nicht, die olle Made. Ich würde vielleicht für das Gewässer tatsächlich mal diese Köderbox nochmal kaufen. Naturköder. Köderbox. Nicht billig. Wir haben jetzt nur noch 27 Silber. Dann gehen wir hier nochmal hin. Mit Rechtsklick oder einmal drauf drücken, auspacken. Jawohl. Und dann drücken wir hier auf unsere 2. Stellen den Köder mal ein bisschen flacher hier. Gehen wir mal so auf 40 vielleicht. Und dann machen wir mal eine Zuckmückenlarve hier dran, was ganz Kleines. Und raus damit. Ja, wie es dann weitergeht, wie gesagt, ich würde sagen, das machen wir in einem nächsten Video. Aber letzten Endes ist das so erstmal der erste Schritt. Hingehen, Köder ausprobieren, probieren. Wie gesagt, ich hatte schon ein paar Videos zu den verschiedenen, zack, zu den verschiedenen Gewässern gemacht. Bam, persönlicher Rekord, Maxi Fische am Tag, einen, jawohl. Rotaugen kann man jetzt hier fangen. Absolut lohnenswert ist auch hier die Hasel. Auch ein richtig schöner Fisch. Da zuppelt es wieder. Und da geht er runter. Und wenn ihr hier auch die Rotaugen fangt, einfach gleich mal gucken im Café. Vielleicht gibt es ja einen Kaffeeauftrag. 50 Gramm Rotaugen. Beim Stippen
Geduld braucht ihr. Wenn es mehrfach zuppelt, wenn es mehrfach hintereinander zuppelt, noch nicht sofort anschlagen. Erst wenn die Pose halt richtig weggeht. Und wenn da gar nichts geht, einfach wieder ranziehen. Einfach vielleicht auch mal den Köder wechseln. Gehen wir mal hier auf den Caster. Vielleicht auch nicht so ganz maximal auswerfen hier mit der Stippe. 75%, so ein bisschen Schnur noch lassen. Weil das Ding treibt ja hier vorbei. Dann habt ihr da ein bisschen mehr Spielraum. Weil jedes Mal, wenn ihr an der Schnur so rumzuppelt, dann verscheucht man quasi wieder einen Fisch. Ja, und so geht es dann halt los, dass man sich dann hier die verschiedenen... Zack! Die verschiedenen... Oh, das war zu spät. Die verschiedenen Positionen raussucht, wo vielleicht was geht. Guck mal, es treibt ja jetzt hier nach rechts rüber. Ich versuche mal die Schnur ein bisschen zu ziehen, so. Dass ich dann gleich nach links vielleicht anschlagen kann. Das war ja schon recht aggressiv, was da reingegangen ist. Auch wieder nicht. So, ein bisschen langziehen hier. Wie gesagt, dieses Gewässer prädestiniert zack, fürs Spinfishing. Aber es gibt auch ein paar... Sehr schön, kleine Aaland. Es gibt auch sehr schöne Positionen fürs Grundangeln später. Fürs Grundangeln muss man leider ein bisschen Silber erst verdienen. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt hier eine Weile. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und dann habe ich hoffentlich schon ein bisschen was rausgezogen. Oh, guck mal hier. Level 3 schon. Oh, das geht ja ab. Geht ja ab. Pah, warte mal ab, ey. So, ich muss Gas geben. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann kaufen wir uns ein bisschen neues Setup und gehen in Richtung Grundangeln. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren, die Glocke reinhauen, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder auf YouTube. Oder wenn du Fragen hast, immer gerne auch auf Twitch vorbeischauen. Im Livestream Feierabend TV auf Twitch. Bis dahin. Tschüss.